Schwäbisch ist nicht so meins. Also ich komme aus Baden. Aus Baden, ja? Jetzt Bayern. Ja. Jetzt Bayern. Schon 10 Jahre? 10 Jahre, ja. Wie ist das 10 Jahre? Oder erstmal, was ist das für ein Geschenk? Das ist ein neues Getränk. Kaffee. Ja? Kaffeegetränk, aber eiskalt. Kalter Kaffee? Eiskalter Kaffee, ja. Wie, den muss man aus dem Kühlschrank trinken, ja? Am liebsten, ja. Ja? Ist es jetzt Schleichwerbung? Oder kann man so sagen, kann man so sagen. Ja. Aber Sie kriegen dafür kein Geld? Nein, nicht direkt, nee. Also es ist eine... das kann man jetzt so nicht sagen. Das ist ein Partner von mir, die sind auf mich zugekommen mit einer coolen Idee, mit einem coolen Produkt. Und dann habe ich gesagt, okay, ohne Geld dafür zu nehmen, mache ich gerne dafür Werbung, weil ich davon überzeugt bin. Also, man gibt es in den Kühlschrank, kalter Kaffee, passt eigentlich gut hier auch zu uns. Ja, nee, fantastisch. Nein. Doch, ja, selbstverständlich. Ja. 10 Jahre Bayern München. Was ist das Fazit von 10 Jahren Bayern München? Ich meine, wie viele Jahre soll es so werden bei den Bayern? 2? Ich hoffe doch bis zum Ende, ja. Ja? 2, 3. Wie lange geht Ihr Vertrag noch? 2 Jahre noch. Ab jetzt? Ab jetzt. Ja. Muss man sich so vorstellen, das sind wie 100 Jahre. Also. Wirklich? Da passiert in einem Jahr so viel wie in 10 Jahren KSC vorher nicht. Wirklich wahr? Ja, ja. Ja? Sehr anstrengend. Also was da drumherum passiert, womit man sich auseinandersetzen muss. Auf einmal wird man mit Sachen konfrontiert. Christoph Daum, Uli Hoeneß hat gesagt. Ja. Wenn das wahr sein sollte, was über ihn behauptet wird, dann kann er nicht Nationaltrainer werden. Genau so. So ungefähr. Ja. Nur ein Denkanstoß. Ja. Wie war da die Reaktion in der Mannschaft, dass man sagt, lieber Gott, das wissen wir doch alle schon seit 10 Jahren? Oder kann das sein? Oder interessiert einen das als Spieler nicht? Die Augen kamen mir immer schon ein bisschen komisch vor. Ja? Ganz ehrlich, aber man hat ja dann auch nur gehört. Naja, klar. Aber das war natürlich der Blick. Wobei, ich hab ihn mal kennengelernt. Ja. Und ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Ja. War ein sehr angenehmer Mensch, muss ich sagen. Nur eben diese Augen. Aber es waren halt die Augen des Erfolgs auch. Es waren ja auch die Augen, die Leverkusen 3-mal Zweiter haben werden sehen. Vielleicht ist es auch der Druck. Also ja, dieser Druck, unter dem er permanent steht. Ja. Hatten Sie einen Lieblingstrainer bei Bayern München? Trapattoni, klar. Aber der Jürgen Ottmar Hitzfeld sowieso? Ja? Ja. Ich meine jetzt... unter ihm habe ich mit sicher die schönste Zeit jetzt bei Bayern, das ist ganz klar. Das liegt vor allen Dingen auch an ihm. Aber Trapattoni war natürlich, da war jeden Tag was lustig. Ja? Ja, war es lustig oder hat man es auch als stressig empfunden? Nein, das war nicht stressig. Ich meine, die Bayern stehen ja unter Pressebeobachtung wie kein Verein sonst. Ja? Mhm. 3 Boulevardzeitungen in München. Wie kommen die eigentlich an diese Informationen aus der Mannschaft? Mhm. Das habe ich mich auch gefragt. Haben die Wände Ohren? Bei Bayern ist das alles so ein bisschen... Gibt's oder gab es Spieler, die Informationen geliefert haben? Jetzt weiß ich, wen Sie meinen. Ja. Das sollte man annehmen. Ja. Ist ja nichts bewiesen. Es sind keine Gelder geflossen. Er lief nie mit Handy übers Trainingsfeld oder so? Ja, so direkt. Aber es ist schon erstaunlich, wie viel gerade gewisse Zeitungen wissen und andere wissen eben gar nichts. Ja. Also das ist, da muss schon teilweise auch was aus der Mannschaft gekommen sein. Gibt es da auch, sagen wir mal, Gesprächsangebote von Journalisten, wo man sagt, entweder du erzählst was oder wir schreiben was. Also so eine Form von... In dieser Richtung nicht. Doch, eigentlich schon. Ja? Also eigentlich gar nicht, aber es stimmt. Aber es stimmt so. Ja, ja, müssen wir leider. Wie ist dann die Stimmung in der Kabine, wenn wieder so eine Geschichte platziert, wo man weiß, ja, wenn man, kann wenn man natürlich weiß, man hat einen Maulwurf in der Mannschaft, dann ist natürlich innerhalb der Mannschaft das Verhältnis auch gestört. Aber jetzt gerade die letzten Jahre beim FC Bayern waren sehr, sehr angenehm, muss man ganz ehrlich sagen. Seit Führungskräfte weg, also anders. Es liegt nie an einem. Also es waren immer mehrere Sachen. Mehrere Leute. Das ist sowieso was für mich das Faszinierendste ist. Was wird in einer Kabine geredet? Zum Beispiel vor dem Spiel. Vor einem großen Spiel wie jetzt gegen Real Madrid im Halbfinale Champions League. Wer spricht also, da? Also sagen wir so, täglich, was geredet wird in der Kabine, das dürfen Frauen nicht hören. Achso, das ist so wie bei uns. Das ist quasi wie bei euch in der Kantine oder noch darunter. Aber so, dass man sich noch von hinten an die Eier geht, ist nicht mehr oder so. Nee. So. Aber, boah! Ja, so. Also, passiert. Es ist passiert. Eine Männerwelt. Es passiert. Man duscht äußerst aufmerksam. Das muss schon drin wirklich sein. Wahr? Ja, man guckt so hin? Ist das ungezwungen? Ja, man schaut, wer in der Dusche ist. Man muss schon aufpassen. Ja? Dann macht es Aua und man weiß nicht, warum. Ne? Wirklich wahr? Ja, ja. Auch von Nationalspielern?
Da wüsste ich jetzt auch nichts mehr. Da können Sie mir vielleicht helfen. Überhaupt nicht. Also null. Ich habe nie was gehört. Also ich bin da mal falsch im Zusammenhang zitiert worden. Aber sind alle Spieler nackt beim Duschen? Nicht. Also wir hatten schon welche, die haben mit Unterhose geduscht. Aber die durften es aufgrund ihres Glaubens nicht. Ach so, da wollen wir natürlich nicht diskutieren. Aber es sieht schon komisch aus, wenn sie dann mit die Seife und... es war sehr ungewohnt. Also das habe ich das letzte Mal in der E-Jugend dann. Die war beim KSC? Nein, die war beim ganz kleinen Verein. Noch Kreis. Kleiner, aber auch im Badischen. Ja. Kennt man ja die, oder? Die dann in der Ecke stehen, warten, bis alle geduscht haben, und dann guckt man halt doch nochmal. Genau. Also wer spricht da? Hält Ottmar Hitzfeld eine kleine Ansprache vor so einem Spiel gegen Real Madrid oder vor jedem Spiel? Diese Ansprachen, also die treffen immer den Punkt, immer den Kern, das ist perfekt. Was wird da gesagt zum Beispiel? Da werden jetzt zum Beispiel in der Kabine vorm Spiel nochmal auf Kleinigkeiten hingewiesen, wie zum Beispiel langer Einwurf Roberto Carlos. Das wird darauf hingewiesen? Das wird ganz klar gesagt, das natürlich. Ist sowas, wie man weiß, also natürlich. Karel hat einen holländischen Akzent. Musst du sofort wissen, sobald er den Ball in die Hand nimmt, muss ich schauen, wo mein Gegenspieler ist. Also das war das 1-0 für Leverkusen, ja lange. Und die zweite, pass auf, diese Zidane ist nicht schlecht, wird sowas auch gesagt? Die zweite ist, lass den Zidane schießen, der trifft eh nicht. Sagen wir, dieses Tor, haben Sie das Spiel gesehen? Ja. Aber das fällt gegen Bayern nicht, weil ihm der Jeremis vorher ins Knie beißt. War das ein Abwehrfehler? Also sagen wir, der Doppelpass auf der Außenseite, der kann passieren, aber dass sie dann wirklich im Strafraum steht und noch gucken kann, ob ihn einer angreift und dann den Ball noch visieren kann, das ist zu lang gewesen, die Zeit. Ja, ist es zu viel Respekt vor dem Gegner? Nee, das ist einfach eine kleine Schwäche gezeigt und die wird halt sofort ausgenutzt von solchen Superspielern. Warum ist ein Zidane besser als die meisten anderen? Was kann man das mit zwei, drei Sachen benennen? Na, der hat alles. Der hat alles. Also der hat einen unheimlich bulligen Körper, was jetzt normalerweise müsste man sagen, der ist technisch nicht so gut, aber der hat alles. Der ist bullig, wuchtig, schnell. Er sieht nicht schnell aus, er ist schnell. Und kann in jeder Situation, weiß er, bevor er den Ball kriegt, was er machen kann. Und das ist halt einzigartig. Hat man da irgendwie besonderen Respekt oder besonderen Bammel, wenn man gegen so jemand aufläuft? Na, man ist schon versucht, mal daneben zu stehen. Ja. Hat er gut gemacht jetzt, also wirklich, also freut man sich auch für ihn. Glückwunsch. Ja. Also das war die Kabine, ja. Dann frage ich mich, wie sieht vor einem Bundesligaspiel, wie sieht da die Routine aus? Also wann trifft sich die Mannschaft vor einem Spiel? Am Tag vorher? Im Hotel? Vorher, mittags im Hotel. Ja. Ganz übel. Das heißt gemeinsames Mittagessen schon? Gemeinsames Mittagessen. Gemeinsam Bubu. Ne? Mittagsschlaf? Wird das kontrolliert? Nein, wird nicht kontrolliert. Aber ich nehme an, die meisten haben Familien zu Hause und die sind einfach dann auch froh, wenn sie mittags noch mal ein paar Stunden schlafen können. Vor allem die mehrere Familien zu Hause haben. Die fünf Kinder haben auch. Ja, genau. Wird das kontrolliert? Also wird nicht kontrolliert. Ist es so wichtig, der Mittagsschlaf, für die Kraft? Ja, wenn Mittwoch, Samstag der Rhythmus ist, dann tut es schon ganz gut. Aber bei mir ist so, ich schlafe mittags. Ja. Dann trinke ich noch Kaffee und dann bis um 3 Uhr nachts liege ich wach. Durch den Kaffee? Ja. Doppelzimmer? Und überlege mir, wie Zidane das gemacht hat, wie das dann... Ja, das war nicht schlecht. Nee, Einzelzimmer, Gott sei Dank. Früher war ich mit Thomas Helmer und jetzt Einzelzimmer. Jetzt haben alle Einzelzimmer. Ich war lang Single und dann gewöhnst du dich nicht mehr an irgendwen. Wie, haben nicht alle ein Einzelzimmer? Nicht alle Spieler? Nee, manche mögen sich wohl sehr gerne. Doppelzimmer. Und dann also aufsteht, dann ein bisschen Waldlauf oder was wird dann gemacht? Nee, dann fährt man gemeinsam zum Training, dann kommt man wieder zurück vom Training, dann isst man gemeinsam zu Abend. Der Abend ist zur absolut freien Verfügung im Hotel. Im Hotel. Das Hotel wird nicht verlassen? Nein. Ja, und dann geht's, wer halt will, um 11 ins Bett. Ja. Wie jeder will, auf dem Zimmer und am nächsten Morgen bis 10 Uhr Frühstück, dann Besprechung und dann geht's zum Spiel. Und also Mittagessen noch. Und die Besprechung bringt die was, so eine Besprechung? Oder ja, klar. Ja. Ich meine, jeder Spieler ist ja schon mit dem Kopf dabei. Jeder weiß ja ungefähr, was auf einen zukommt. Ja. Und der Trainer sagt einem dann nochmal die taktischen Vorgaben. Die verschieben sich sehr häufig, auch während des Spiels. Ja. Und damit es jeder versteht, auch vorher wird das extra klar angesprochen. Da gibt es auch keine Diskussion. Was wird da zum Beispiel taktisch gesagt? Da wird zum Beispiel festgelegt, wer steht in der Mauer, wer hat... welchen Gegenspieler bei Eckbällen zu decken, wer schießt die Ecken bei uns, wer
Ja. Was heißt es, wenn man immer liest, der Trainer erklärt dem Spieler die Laufwege? Mhm. Was heißt das? Wo liest man das? Ich habe das gelesen. In der Süddeutschen oder in der FAZ, dass Berti Vogt sagt über einen Spieler, der wird sich wundern, wenn er nach Italien geht. Capelli erklärt dem die Laufwege und damit hat sich's. Ja, wenn es der Fachmann sagt. Ich kann damit nichts anfangen. Haben Sie unter Berti Vogt gern gespielt? Super, ja. War gut, war eine gute Zeit. Sehr schön. Ja, aber gut, das waren glaube ich, 6 Jahre Nationalmannschaft, ja. Ja. Dann mit dem Abschluss. 20 Spiele. 20 Spiele. Das war. 6 Jahren. Ja. Gut, ja, aber man schon. Kann man schon Liebling nennen, oder? Also, ja. Kann man schon. Wie ereilt dann eigentlich so eine Berufe in der Nationalmannschaft? Klingelt das Handy oder kriegt man einen Brief? Oder wie passiert das? Kriegt man einen Brief. Ja. Also, am meisten, wenn das montags rauskommt, ja, wird man direkt informiert. Jetzt sind Sie nicht bei der WM dabei. Ja. Schonend den Körper, völlige Regenerierung? Nein. Nein, sondern? Ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, dass es darum geht, ob man der Mannschaft helfen kann oder ob man sich selber auch hilft oder ob man Rudi Völler helfen kann. Und das kann ich einfach in der Phase nicht tun. Ich habe ein Jahr lang fast unregelmäßig gespielt, bin auf Kippbrettern gestanden, Reha gemacht. Wenn ich Husten hatte, dann wollte ich Kernspin machen. Also, wirklich war es? Ja, so panisch, ja? Ja? Ja, ja. Also das mal als Fußballprofi doch besonders beim Arzt dauern, oder? Ja? Ja, also ich bin sehr häufig. Was heißt auf Kippbrettern gestanden? Ja, das heißt halt diese Reha-Übungen machen, damit der operierte Fuß auch ja nicht die Übung verliert und so diesen ganzen, ja, Schmarrn. Aber Rudi Völler hätte Sie doch gern mitgenommen. Ich wäre auch gern mitgefahren, das war ja ein großer Traum. Aber es war für mich auch nicht einfach, das abzusagen. Wie ist unsere Prognose für die WM? Für unsere Jungs, also die jetzt noch können. Ja, ich meine, jetzt diese Vorbereitungsspiele waren nie besonders toll. Wenn man, egal welche, ja, also Weltmeisterschaft, gut, ja, man nimmt, die kann, ja, man in die Tonne kloppen. Und ich glaube, dass Rudi Völler mit der Mannschaft noch sehr gut arbeiten wird. Und also ich hoffe aufs Halbfinale. Ja? Und Halbfinale? Und wer wird Weltmeister? Kann ich nicht sagen. Frankreich? Ich hoffe nicht, nee. Die sind mir zu arrogant. Wirklich? Wie merkt der Zidane, das macht er nicht nochmal. Das traut er sich nicht. Doch, ich glaube schon. Ja? Er hat einfach die Nerven im entscheidenden Moment, oder? Er steht vorne und macht halt einfach. Ja, nee, der hat's halt einfach. In so einem Endspiel macht er einfach so ein Kopfballtor. Es gibt 5 Möglichkeiten und er wählt die richtige. Ja. Ein anderer wäre hochgesprungen, hätte vielleicht geschaut, dass er den Ball irgendwie köpft. Und Zidane steht einfach da und es ist so da. Einfach. Ja. Nimmt einfach das Bein hoch, aber und haut ihn dem rein. Dem gehen die Haare aus, kannst du vergessen. Und schon relativ früh. Ja, eigentlich. Ja, ja, ja. Das kann nichts werden. Also, wir hören jetzt gleich noch die Sportfreunde Stiller. Das hier, das sind Lieblingssongs also, zusammengestellt. Zu ja? Der CD muss ich natürlich auch noch was sagen. Ja? Das ist nicht einfach so zusammen gekauft oder so, sondern das sind wirklich die Lieder, die ich vor dem Spiel, eigentlich auch vor der WM hören wollte. Und das sind zum Teil großartige Lieder, aber meistens unbekannte Bands. Und wir haben es in kleiner Auflage produziert bei einem Münchner Label. Ja. Weil ich verhindern wollte, dass mir irgendein großes Label halt die Backstreet Boys draufklatscht. Oder Vorschriften oder macht. Britney, ja, Spears. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir es selber. Wir haben in kleiner Auflage sind wir rausgegangen. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Also, Mehmet Scholl kompiliert vor dem Spiel, ist nach dem Spiel. Sportfreunde Stiller gleich nach Oliver Geissen. Vielen Dank, das war sehr interessant. Alles Gute, bleiben Sie gesund und hoffentlich auch bald wieder. Okay. Ja? Mehmet Scholl, meine Damen und Herren.